Den Führenden in dieser Konkurrenz für Johannes Vetter ist es, wenn man so will, eine Traumsaison für den 24-Jährigen aus Dresden, der ja von Boris Obertföll trainiert wird. 87-91 im Schnitt in 17 Wettkämpfen. Und am Donnerstag noch in Zürich geworfen, am Freitag in Bad Köstritz mit 89-42. Und es ist sein fünfter Versuch. Und er weiß das schon, dass er weit rausgeht. Und zwar richtig weit. Ran an die 90 Meter, wieder mal. 94-44 in dieser Saison in Luzern, den deutschen Rekord. Den 8 Wochen zuvor Thomas Röhler ja aufgestellt hatte, da hat ihn übertroffen. Aber ein Speerwerfer weiß, wenn er den Speer richtig gut getroffen hat, dass er auch weit geht. 89,85 Meter, die klare Führung für den Weltmeister. Ja, dann auch Jakub Wettlich, der Tscheche, nicht weiter wirft, steht jetzt vor dem letzten Versuch fest. Die beiden Deutschen gewinnen diesen Wettkampf. Bleibt Vetter vorn mit seinen knappen 90 Metern.